Mixstaffeln sind sicher cool, vor allem wenn man mit einer Mixstaffel reinstartet. Ich glaube, letztes Jahr in Boc Lucca war der best oder der optimalste Start für uns, was man sich erträumen hat, Kind. Ich freue mich auf den Start mit meinen Teamkolleginnen und mit den Kollegen. Und natürlich ist die Anspannung jetzt schon langsam da, weil ja, man ist jetzt schon Wochen da und irgendwann will man dann auch wieder rennen laufen. Ja, also gestern hat er dann noch gesagt, dass es noch nicht so kribbelt, dass ich nicht nervös bin, aber heute in der Nacht habe ich schon einen ersten Traum gehabt. Und ja, da war ich dann schon nervös, aber beim Training hat es wieder passt. Von dem her, ich freue mich auch auf mein Debüt jetzt. Jetzt ist es mal soweit jetzt. Ja, und vorbereitet bin ich auch gut. Von dem her, also nervös sein werde ich auf jeden Fall, aber ich bin zuversichtlich, dass ich es eigentlich ganz gut hinkriege. Ja, der Wind ist sicher tückisch. Wir probieren so gut wie es geht mit dem umzugehen. Wir haben sicher einige Maßnahmen getroffen für die Kälte. Jeder hat seine eigene Strategie. Wärmesocken, doppelt viel Unterwäsche wie sonst. Ja, Tapes im Gesicht, also zwei Paar Handschuhe. Ja, das waren einmal meine. Bei Olympia zählt natürlich die Medaille und jeder möchte gern diese mit nach Hause nehmen. Klar, letztes Jahr war eine Sensation, die Verhältnisse waren ja auch so wechselhaft und jetzt hier bei dem Stadion kann vielleicht der Wind auch zu unseren Gunsten entscheiden. Und wenn wir mit den Nachlader, also so wenig Nachlader wie es geht, dann durchkommen, dann denke ich, kann man vielleicht nur eine größere Sensation schaffen. Ja, ich glaube, da möchte ich mich auch anschließen. Also klar ist bei Olympia das große Ziel eine Medaille, aber wir haben es einmal geschafft in der Mixed-Staffel. Das war ein recht historisches Ereignis letztes Jahr. Und an dem lassen wir uns auch gern messen wieder. Aber die Favoriten sind natürlich auch andere Nationen und von dem her, ja, haben wir da jetzt nicht den großen Druck eigentlich. Und ich denke mal, wenn wir Medaille machen sollten, könnten, dürfen, dann war das wieder eine Riesensensation und das ist das große Ziel. Aber wie gesagt, Favoriten sind eher bei den Norweger, Russen, Deutschen, Franzosen.